Montag, eine neue Woche TAF und das sind unsere wunderschönen Themen. Wo sie gar nicht in Los Angeles lebt. Ja, auch das gibt's gleich. Mein Gott. Das wird spannend. 17. Bis gleich. Wo auf der Welt ist Flirten eigentlich am einfachsten? In welcher Stadt wird am meisten fremdgegangen? Und wo endet das erste Date wohl am häufigsten? In der Kiste? Ja, das wüssten Sie gerne, oder? Wir eigentlich auch. Aber auch heute müssen wir nicht mehr spekulieren, denn der neue Flirtatlas ist raus. Und der weiß wirklich alles. Die schüchternen Asiaten. Und mit wem flirtet man am liebsten? Klar, mit schönen Frauen. Apropos, die schönste der Schönen wurde sozusagen am Wochenende bei der Miss Germany-Wahl gekürt. Obwohl man ja sagen muss, in diesem Jahr war echt vieles ganz anders, ne? Ja, anders war zum Beispiel, dass für die Gewinnerin der Titel am Ende totale Nebensache war. Denn wie es sich für eine ordentliche Misswahl gehört, gab es hinter der Bühne auch ordentlich Drama. So, jetzt können Sie noch wieder was lernen hier bei uns. Für was gibt man so alles Geld aus? Du zum Beispiel. Handtaschen? Zum Beispiel. Oder aber auch so, nämlich, als hättest du gewusst, auf was ich hinaus möchte. Und der Deutsche ist sogar weltweit Spitzenreiter, gibt nämlich rund 36% seines Gehalts durchschnittlich fürs Wohnen aus. Ja, aber es gibt beim Möbelkauf so einige Stolperfallen. Da kann wirklich einiges schief gehen, muss man sagen. Was sind sie denn jetzt nun, die Tricks und die Stolperfallen beim Möbelkauf? Und kann ich Möbel eigentlich Jahre später noch reklamieren, wenn mir was nicht passt? Mal wieder was gelernt, ne? Wenn Sie bei Hollywood-Filmen wie Avenger oder aktuell Black Panther oder auch Serien wie zum Beispiel Homeland genauer hinschauen, dann wird Ihnen die Berlinerin Marie definitiv bekannt vorkommen. Ja, denn diese Frau hat tatsächlich in all den Filmen mitgespielt. Wie sie das von Deutschland aus geschafft hat und ob sie vielleicht irgendwann sogar ganz nach Los Angeles auswandern will. Hier ist unser erster Teil von Hollywood Madness. Ja, und wir bleiben gleich in Hollywood. Angelina Jolie, Christina Aguilera, Johnny Depp und wer noch? Kim Kardashian. Sind alles Superstars, ja, und haben sonst auf den ersten Blick nicht so viel gemeinsam, bis auf eins noch. Sie haben alle die gleiche Scheidungsanwältin. Herzlichen Glückwunsch. Die heißt Laura Wasser. Ja, und Lauras Kollegin Gloria Allred dagegen, die scheidet nicht, sondern die verklagt die supermächtigen Männer, wie aktuell zum Beispiel Donald Trump. Da drückt man selbstverständlich ganz doll die Daumen. So, und warum die beiden so erfolgreich sind, dass jetzt sogar ihr Leben verfilmt wird, bitteschön. So, und es bleibt teuer mit Party, Party, Party. Und wenn Sie gerade auch nicht so gut bei Kasse sind, dann gewinnen Sie doch einfach bei uns. Zum Beispiel den Fashionpreis, der besteht heute gleich aus 2 Michael Kors Handtaschen. Außerdem Gutschein 407711, Ihre Nummer zum Glück. Dort bitte das Kennwort Mode oder Elektro nennen oder Mode oder Elektro per SMS an 3x4, 3x die einschicken. Wir drücken die Daumen, aber sowas von. Bis gleich. Viel Glück. So, willkommen zurück zu TAF und das mit einem fröhlichen Happy Birthday an den krassesten Protzer der Welt, nämlich Floyd Mayweather. Der ist am Wochenende stolze 41 Jahre geworden. Ja, und wie feiert man als Ex-Box-Star so? Na klar, mit einem Jet, vielen Stars und richtig teuren Geschenken an sich selbst. Herrlich, oder? So muss das sein und was darf selbstverständlich auch nicht fehlen, nämlich haufenweise Frauen, die dann ganz entspannt in Bussen schön rangekarrt worden sind. Und mittendrin ist eine ganz besondere Frau, nämlich seine Oma. So, und was die zum bunten Treiben da so zu sagen hat, bitteschön. Ja, von so viel Geld kann Mark Terenzi gerade nur träumen. Der hat nämlich ganz aktuell Unterhaltszoff und steht deswegen heute in Frankfurt vor Gericht. Ja, die Frage ist, hat er jahrelang zu wenig für seinen Sohn bezahlt? Wir haben ihn heute vor Gericht getroffen und was er zu den Vorwürfen sagt, bitteschön. So, und jetzt gibt's noch eine Überraschung und zwar eine von Nacktmodel Emily Ratajkowski, so heißt sie, glaube ich. Hat sie diesmal was an, fragen Sie sich. Hier kommt der TAF-Klatsch. So, da sind wir schon. Wir haben jetzt ein Gewinnspiel und da gibt es unter anderem einen Fashionpreis mit 2 wundervollen Michael Kors Handtaschen und Gutscheinen im Wert von 2037944771. Dort bitte das Glückswort Mode oder Elektro sagen, je nachdem, was Sie haben wollen. Oder Mode oder Elektro an 3x4, 3x1. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Viel Glück. So, da sind wir wieder zurück bei TAF mit ein paar Lollis. Ja, wir sind schon völlig begeistert, aber es sind keine Lollis, sondern das ist tatsächlich Zahnpasta. Und das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist zum Beispiel Zimt, hier haben wir Salbei, Zitrone, was haben wir hier noch? Ja, natürlich vegan, aber das ist ja keine Geschmacksrichtung. So, sieht aber erstmal komisch aus, muss man sagen. Ja, aber wie die Zahnpflege am Stiel so auf der Straße ankommt und noch vieles mehr, ist ja TAF-Trend. Na, wie gefällt dir das? Ja, das finde ich ganz, ganz klasse, muss ich sagen. Wie gefällt dir eigentlich dein Pullover heute? Ja, der juckt. So. Der ist so kratzig. Da müssen wir ganz schnell raus aus dem Pullover. Ja, aber sofort. Und nur, damit Sie es einmal gesehen haben, wie ich eigentlich von hinten aussehe. Weil das lohnt sich heute, finde ich einfach mal. Piep, piep, piep. Also, ich meinte jetzt die Jacke. Ja, nicht sonst so grundsätzlich. So, in dem Sinne, tschüss, bis morgen. Boah, ich ziehe den jetzt einfach schon mal aus. Komm, so. So, da freue ich mich doch drauf. Endlich. Jetzt werden Sie gerne dabei.